Hallo und herzlich willkommen zu diesem, naja, nicht Special, sondern zum Beispiel Let's Frust. Ich bin hier auf dem quasi überarbeiteten Survival Game Server und hier gibt es ein kleines Jump'n'Run mit diesen Kisten und das macht mich so fertig, ja, weil ich das den ganzen Tag versuche. Also das letzte Mal bin ich von dieser Kiste, die ihr da seht, zu dieser Kiste da. Das ist der letzte Sprung, den ich, an dem Sprung bin ich gefällt. Und ich glaube sogar, das ist der letzte Sprung. Ich bin mega angepisst, ja. Ich bin bisher wirklich hier am weitesten gekommen von dem, was ich hier so gesehen habe. Und ich werde jetzt mit euch versuchen, das zu schaffen. Ihr habt jetzt gesehen, ich bin jetzt beim ersten Sprung runtergefallen, weil ich kann das wirklich auch nicht immer. Ich kann das echt nur manchmal, ja. Aber was ich hier zum Teil sehe, wann die Leute hier runterfallen, das ist echt übel. Ja, als ich hier, ich habe hier bestimmt eine Stunde lang komplett alleine gespielt, ja. Und jetzt fühlen sich hier die Leute genötigt, hier alle in Scharen dieses Jump'n'Run zu machen. Ich bin so auf die Nerven. Aber irrelevant. Ich werde das Ganze vielleicht mit einer witzigen Musik vertonen, weil ich werde oft fehlen. Oft. Ja, komm, Superman, Fall. Spring. Guck mal, ich stehe hier sogar. Hallo. Danke. Spring. So, das wird mir auch noch passieren, aber ich lache trotzdem darüber. So. So. Wunderschön. Hopp. Hopp. Ich liebe auf diesen ganzen Servern diese Jump'n'Runs, weil das sind immer megamäßig schwere, ja. Die aber auch mega funny sind, ja. Sowas liebe ich. So wirklich so ein ganz normal Jump'n'Run, ohne irgendwelches, ohne irgendwas Wieso hab ich das jetzt? Ohne irgendwas Besonderes, sondern einfach nur Jump'n'Run. Nur halt schwierig. Das liebe ich. Auch wenn es schwer ist und mich megamäßig frustet. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Ich kenne mich mit dem Jugendslang nicht so sehr aus. So. Dieser Sprung hier ist so mega scheiße. Nein! Ja, ich springe entweder immer zu weit oder springe. Ich bin mir sicher, ich würde den Sprung locker schaffen, ja? Aber gib mir so auf die. Das geht mir auf die Eier bei solchen Jump'n'Runs, die so. Boah, mega fetter Ruckler. Die so megamäßig lang sind, ja? Aber einfach nur. Ja, ohne Checkpoint. Ich wünschte, ich hätte hier einen Checkpoint. Da hätte ich damit kein Problem. Da hätte ich kein Problem, diesen Sprung zu schaffen. Oh Gott, Junge, spring. Meine Fresse, ja. So macht das sich von dir. Erstmal so eine Stunde so. Ich muss gleich nicht gleich. Ich muss da. Das passiert mir jetzt heute zum fünften Mal. Tja, ja. So. Wir wollen direkt weiter. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopsen, hopsen. Ja, das habe ich jetzt einfach wirklich komplett spontan gemacht. Ich habe auch überlegt, noch eine Hunger Games aufzunehmen. Auf diesem wunderschönen neuen Server. Aber ich denke, das mache ich dann lieber doch mit dem Jonas. Ja. Aber es soll halt jetzt auch auf unserem Kanal wieder weitergehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das hochkommt. Ich nehme an, ich lade das morgen hoch. Ich nehme an, ich rendere das heute noch. Es tut mir leid, dass der Etter jetzt etwas länger nicht kam, aber wir schreiben jetzt gerade äußerst viele Arbeiten, deshalb komme ich schwerlich zum Aufnehmen. Ich werde morgen ist bei mir Dienstag, da kommt auch das Video hier raus, werde ich nochmal aufnehmen und auch so lange wie möglich. Das heißt, es werden dann doch vermutlich Folgen kommen, nur es kam halt jetzt länger keine, sorry. Das kann ich, muss ich den Sprung falsch, mache ich den Sprung falsch? Nee, das ist... Entschuldigung. Warte mal, könnte ich nicht eigentlich von da nach da springen und dann... Ja, probiere ich jetzt mal aus. Naja, aber ihr seht wirklich, es ist bisher noch keiner so weit gekommen wie ich. Ja, noch keiner. Das hier, dieses Jump'n'Run, da kenne ich auch noch einen anderen Server. Da ist genau mein selbes Problem. Das frustet mich mega übel. Ja, und macht mich mega wütend und depressiv. Da bin ich auch... Bisher der Einzige, der so weit gekommen ist, ja, und wenn wir uns das auch mal ansehen vielleicht. Das könnte jetzt auch mal eine Rubrik werden, ja, ich könnte auch über Dinge reden. Oh, Commentary, nein, ich nehme das ja live, deswegen kann es kein Commentary sein. Weil wisst ihr, ein Let's Play, das ist, wenn man Spielszenen live aufnimmt und live die Stimme dabei hat. Ein Commentary hingegen ist, wenn die Spielszenen nachkommentiert sind, also ich die Sprache erst später hinzufüge. Und ein Walkthrough oder ein Gameplay ist, wo einfach nur das Spiel gespielt wird und komplett ohne Stimme ist.
Wisst ihr, das hab ich mal gelernt. Oh, es kam doch mal einer so weit. Respekt, Freundchen. So. Jetzt will ich mal sehen, ob der das schafft. Ich glaube an ihn. Eins. Lyon, eins. Boah, schafft er. Schafft er, schafft er. Der weiß nicht wohin. Oh, so ein Manko. So ein Manko. Jetzt komm. Warte. Hat man nicht von hier aus da? Pff, Gott. Springschlampe. Nein. Ach, das war schlecht. Ja gut, okay. Ich muss einfach jetzt nochmal weiter versuchen. Ich habe ja Zeit, ne? Ist ja nicht so, als wäre jetzt morgen schwule und als wäre es jetzt schon megamäßig spät, ne? Ist ja noch Zeit, ne? Oh Gott, ich will nicht meinen Husten aus, wenn das echt nervend. Ja, und lasst mal ein Feedback da, wie euch das Texture-Pack hier gefällt. Bei mir gefällt es megamäßig. Das wird dann auch wahrscheinlich öfters in den Adventure-Maps kommen. Und ja, also, wenn es euch gar nicht gefällt, dann, werde ich da dann dafür sorgen, dass euch das dann doch gefällt. Oder ich werde da, ich werde halt wieder das andere nehmen. Oder ich werde einfach gar nichts tun und ihr müsst dann damit leben. Das ist jetzt meine bevorzugte, Methode, aber ich will ja mal nicht böse sein. Wenn ihr über, wenn ihr über 1000 Abonnenten habt, könnt ihr per YouTube her den Rang beantragen, den YouTube-Rang beantragen. Wow, das heißt, wenn ich 1000 Abonnenten habe, ich schätze mal, ich und Jonas schaffen das im Laufe dieses Jahres. Ich denke so, an Weihnachten haben wir die 1000, denke ich. Ich meine, wir hatten quasi langes Wochenende. Und so innerhalb von 4 Tagen haben wir 10 Abonnenten bekommen. Das war bei uns eigentlich schon megamäßig. Also megamäßig viel, ja. Für eigentlich jetzt nicht für unsere Verhältnisse, aber einfach. 10 Abonnenten sind bei uns schon gut was, ja. Ich meine, so jemand wie Vitality kriegt am Tag 1000, aber für über wahrscheinlich 3000 Abonnenten, ja. Gronkh auch. Pizza mit ihr auch. Ja, da wollen wir auch hin, ne? Wir wollen auch mega Fame werden. Wir wollen ja. Aber ich glaube, das geht auch allein schon deshalb nicht, weil wir erst 14 sind. Ja, also, ich will jetzt nicht sagen, dass man mit 14 nicht berühmt werden kann auf YouTube. Aber ich denke wirklich, dass die Mittel eingeschränkt sind, ja. Ich meine, so jemand wie Pizmidi, der wird zum Beispiel auch mal nach Amerika eingeladen, um da irgendwie bei einer Spielefirma was zu testen, ja. So was wäre natürlich niemals bei 14-Jährigen, weil das ist ja illegal und so. Und ich denke aber auch, dass wir unseren Kanal lange haben. Also ich werde die Let's Plays mega lange durchziehen. Ja, und das müsste man dann wiederum bedenken, wenn man 14 Jahre alt ist und man macht quasi wirklich, seit man 14 ist, Videos. Macht das auch noch, wenn man 18... Wenn man 18 ist, dann finde ich, wird man auch, dann kann man auch gut Fame werden. Weil ich denke mal, wirklich auch innerhalb von 3 Jahren müsste da... vom Battlestuff noch, keine Ahnung. Müsste man wirklich mega Fame werden, ja, weil. Hallo, das ist schon arg viel. Ich hab's geschafft. Okay. Wohin jetzt? Wohin jetzt? LOL! Ja, sicher, aber ich hab's geschafft. Boah, das ist jetzt gerade mega der. Das ist jetzt echt gut für mich. Ja, sag mal, also jetzt die Leute, die mir zusehen, sagt mal, was ihr davon haltet. Denkt ihr, man kann mit 14 schon quasi wirklich quasi jetzt berühmter YouTuber werden? Und vor allem berühmter Let's Player werden? Ich meine, jeder kann sich zu Hause hinstellen. Und ich finde auch, es gibt so unheimlich viele Let's Player, ja? Das muss man sich mal vorstellen. Ja, es gibt wirklich Tausende von Leuten. Ich habe letztens erst wieder einen gesehen, ja. Audioqualität mega gut, ja. Videoqualität alles super. Hat geile Spiele gezockt. Nur die Stimme hochfrequent wie von einer Fledermaus. Wirklich. Ja, da habe ich ja echt gedacht, scheiße. Der hatte auch dementsprechend Abonnenten, aber ich muss wirklich sagen, ja. Leute, macht Let's Plays bitte erst, wenn ihr durch den Stimmbruch seid, ja. Weil dann hat auch eure Stimme wieder, ich meine, stell euch mal vor, Gronkhs Stimme kann man eigentlich überall raushören, ja. Man kann sich denken, wenn ich die Stimme höre, ach, Gronkh, ja. Aber wenn so ein kleiner, 10-jähriger Pimp irgendwelche Spiele spielt, ja, und dann mit seiner kleinen Piepsstimme da rumredet,
den würde niemand sagen, ah, das ist der und der. Da würde jemand sagen, wer ist denn das? Das ist so ein kleiner, 10-jähriger Fatzke, ja. Das ist einfach eine Tatsache, ja. So wäre das einfach. Und ich finde, wir haben einfach gut angefangen mit den Let's Plays. Haben auch, wir spielen halt Minecraft und so. Wir geben uns halt auch Mühe beim Let's Play und allem. Und ich finde auch, wir zum Beispiel haben auch Professionalität. Ich meine, seht euch mal unsere Videobeschreibung an, ja. Der Jonas hat da wirklich auch alles hingezimmert. Ja, wir machen, wenn wir die Spiele spielen, auch immer. Wenn ich zum Beispiel bei Magicka habe ich halt auch geschrieben, ja, das ist ein RPG und so, ja. Und wir haben auch immer die Webseiten von Herstellern. Ich meine, das ist bei unheimlich vielen Let's Playern, dass sie wirklich einfach nur drinstehen haben, ja, ich habe das jetzt so und so gemacht und hatte da Spaß dran, lass doch mal Feedback da. Ja, und dass dann überhaupt nicht steht, was das für ein Spiel ist, von wem das ist, ja, von welcher Firma. Da finde ich es dann auch wieder den Herstellern gegenüber gemeint. Ich meine, man macht doch quasi auch mit den Videos, mit den Let's Play Videos Promotion, ja. Ich spiele hier Minecraft, das wissen alle, dass ich hier Minecraft spiele. Ja, und ich sage das, ich sage auch bewusst Minecraft und nicht Minecraft. Minecraft. Ich sage immer Minecraft. Und ich spiele das hier und in unserer Videobeschreibung steht auch drin, was ist Minecraft, von wem ist das, wie ist das entstanden und alles. Das steht alles bei mir in der Videobeschreibung oder bei uns in der Videobeschreibung. Das ist unsere Standard-Videobeschreibung. Wir machen halt viel mit Minecraft und so. Und ich muss einfach sagen, oh Gott, das finde ich ist auch so, ja. Das ist einfach, finde ich, Standard. Man sollte wirklich immer von jedem Spiel wirklich alles in der Beschreibung stehen haben. Ja, wie jetzt viele bei Minecraft, ja, zum Beispiel den kompletten Herstellungsverlauf von Minecraft muss man jetzt nicht, also nicht bei jedem Spiel, man kann auch wirklich bei sowas wie Magicka halt wirklich da einfach nur stehen haben, das ist das und das und das und das, oder man kann auch wirklich nur die Herstellerseite, ja. Aber ich finde, wenigstens die Hersteller-Internetseite müsste vertreten sein, ja. Oder man sollte wenigstens hinschreiben, das ist von der Firma EA beispielsweise. Ja, weil einfach, ich finde, das gehört sich einfach, ja. War was ganz anderes. Ich finde, der Server ist mega schön geworden. Da haben sich die Leute viel Mühe gegeben. Sollte ich auch gleich mal vorlesen, von wem der Server ist. Server-IP ist natürlich in der Beschreibung. Habe ich aber auch schon mal ein Survival Games Tutorial drüber gedreht. Und, ja. Oh. Ich muss auch sagen, ich finde, ich und Jonas haben uns auch im Laufe der Zeit verbessert, weil wir waren ja am Anfang wirklich eigentlich halt am Anfang war halt meine Mikroqualität mega übel, ja. Jonas Mikroqualität war zwar gut, aber von den Videos her, da waren halt die mega fetten schwarzen Balken drin. Und ja, ich finde, ein Let's Player ist da angekommen, wo er möchte, wenn die Leute die Videos nicht wegen den Spielen gucken, sondern wegen den Kommentaren, ja. Ich finde, dann kann man schon wirklich stolz auf sich sein, wenn man wirklich wegen den Kommentaren, wenn man wirklich wegen den Kommentaren, geguckt wird, ja, zum Beispiel, ich gucke jetzt die Let's Player von PietSmiet, gucke ich einige von, ja, und da habe ich auch oft halt einfach nur das im Hintergrund auf meinem zweiten Bildschirm laufen, mache auf meinem Hauptbildschirm was anderes, aber ich höre einfach gerne die Kommentare und finde dann auch mega lustig und alles, ja, das mache ich auch quasi immer bei Gronkhs Minecraft Videos, die gucke ich mir auch nicht wirklich an, weil, ja, aber das finde ich einfach auch wirklich gut und gehört sich auch so und alles, ja. Ich glaube, ich bin der Erste auf dem ganzen Server, der den Sprung hier geschafft hat. Oh, scheiße. So, aber ich und Jonas, ich glaube, wir werden auch momentan von den meisten geguckt, halt nicht wegen unseren Kommentaren, sondern einfach, weil die meisten finden, wir haben gute Videoqualität, gute Audioqualität und halt die Spiele, die wir spielen, kommentieren wir dann gut, aber ich glaube, es gibt nicht wirklich jemanden, der uns wirklich nur guckt wegen Kommentar. Ich meine, ich gucke mir sogar mal Videos von einem Autosimulator an, ja, wenn ich finde, dass die Person da gute Kommentare zu sagt, ja. Manche werden jetzt vielleicht sogar wissen, was für ein Spiel ich meine, ja, ja, witzig. Ja, aber, Aber wie gesagt, ich finde, wir haben uns auch im Laufe der Zeit verbessert, ja, Jonas' schwarze Balken sind verschwunden, weil er halt quasi den neuen PC, neuen Bildschirm bekommen hat, ja. Ich hab auch angefangen, viele Videos zu machen. Ich mache ja momentan auf unserem Kanal eigentlich 3 Videos täglich, ja, und am Wochenende noch Mod-Review. Und, ja, ich finde, das ist einfach auch, das ist wiederum auch so ein Punkt, ja, deswegen ich auch finde, dass wir auch unsere Abonnenten, die wir bisher haben, uns auch verdient haben, ja. Weil viele unterschätzen das, wie zeitaufwendig das ist, Let's Plays zu drehen und so. Und
Ich finde halt, dass halt, das ist auch wirklich zeitaufwendig. Ja, ich lade zum Beispiel Videos nachts hoch und morgens, wenn ich in der Schule gehe, stehe ich auch auf und mache erstmal meinen Computer an und fange erstmal an, Video hochzuladen, damit das halt nach der Schule auch wirklich hochgeladen ist, ja. Und ich finde auch wirklich, dass sich das so gehört und dass man das auch machen sollte. Halt wirklich, weil, wenn ich mir denke, ich mache einmal in der Woche ein Video mit schlechter Audio-Videoqualität, was so, was aber so eine Dreiviertelstunde lang ist, das bringt nichts, ja. Da kriegt man keine Abonnenten von, das ist einfach nutzlos. Ja, oh mein Gott, ich krieg mega den Krampf im kleinen Finger. Alter, das ist immer so. Immer wenn ich so ein Jump'n'Run auf so einem Server so klein, dann denke ich immer mir, ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Ich habe noch keins geschafft, ja. Aber ich werde wirklich, ich glaube, ich finde das gerade witzig, ja. Ich mache das dann weiterhin, dieses Format. Ich weiß jetzt nicht, ob das den Jonas so freuen wird, weil ich wollte eigentlich wirklich hier nur das Jump'n'Run machen und mich darüber aufregen, aber ich reg mich da gerade irgendwie nicht mehr drüber auf. Aber die Worte kommen jetzt einfach so. Ich habe das wirklich, ich habe mich hier jetzt hingesetzt, habe gedacht, ach komm, du hast halt noch nichts aufgenommen. Ja, komm, kannst ja mal machen. Nein! Ach, scheiße. Ja, und vielleicht mache ich auch gleich mal eine Hunger Games Runde noch zum Abschluss. Ich glaube, ich mache gleich eine Hunger Games Runde zum Abschluss. Ja, aber wo war ich gerade? Ja, wir laden halt dann in der Woche insgesamt, warte mal gerade, 4 Videos normalerweise täglich. 4 mal 7 ist 28. So. Wenn der Jonas dann, das wollte er auch noch, ein Let's Play anfängt noch, dann würden wir quasi in der Woche 35, nee, 36 Videos hochladen, ja? Sagen wir es einfach mal, ja? Und ich finde, wenn wir das machen, ist das für zwei 14-Jährige, ich finde auch 28 Videos sind für 14-Jährige unheimlich viel, ja? Ich muss wirklich sagen, ich finde, das ist schon wirklich übertrieben, ja? Und Scheiße. Das ist nicht übertrieben, aber das wirklich finde ich eine enorme. Was steht hier eigentlich? Google hat den Server konfiguriert. Baut Sachen. Hat langen Ingame-Namen. Austria-P kommt aus Ausland. Teheran. Mr. Sieht gut. Ah, okay, das sind die YouTuber. Und das ist Steve, wer sich fragt. Hey, cool, jetzt bin ich hier wieder alleine, oder? Fast. Dark Master. Schöner Name für ein Mädchen. Was mir auch letztens mal aufgefallen ist, hat so einmal in ein. Ach Gott. Mädchen, gib auf. Hat so ein Typ auf dem Server geschrieben. YOLO. Hat so geschrieben. YOLO. Hat so wirklich dauernd YOLO geschrieben. Ich gedacht, hab ich dann wirklich geantwortet? Schön, dass du YOLO schreibst und deine Zeit damit verbringst, auf einem Minecraft-Server zu spammen. Und ja, daraufhin hat er nichts mehr geschrieben, aber ja, sowas mache ich echt öfters, ja. Das ist einfach, ich finde das einfach mega nervig, wenn die Leute sich denken, komm, ich gehe auf irgendeinen Server, ja. Das sind dann, finde ich, diese Aufmerksamkeitsgeilen, ja. Die einfach nur, ja, das gibt's auch auf YouTube, finde ich, ja. Wenn so irgend so ein Typ sich denkt, ich mache mega das üble Video, was mega gemein und mega übel ist, ja. Zum Beispiel, ich hau meiner Schwester mega in die Fresse oder so, ja. Einfach nur, weil die freuen sich dann auch über Dislikes. Es gibt wirklich Menschen, die freuen sich auch, boah, Mann, die mögen mich nicht, aber halt, die bemerken mich, ja. Das gibt's auch. Was mir auch neulich aufgefallen ist, ich und Jonas haben eigentlich noch keinen Hater oder so. Wir haben noch wirklich niemanden, der wirklich mal gesagt hat, ich mag euch nicht, ja? Das finde ich auch immer so geil. Es gibt wirklich Leute, die warten bei einem YouTuber darauf, dass wirklich das Video online kommt, nur um es zu haten. Das verstehe ich auch wiederum nicht, ja? Ich meine, ist ja schön und gut, wenn du die Person nicht magst, ja? Aber wenn du noch nicht mal einen Grund hast, ihn nicht zu mögen, ja? Wenn dich wirklich ein YouTuber offiziell, dich persönlich beleidigt hat, ja? Da kann ich das ja noch nachvollziehen, ja? Okay, ja? Aber wenn du wirklich einfach nur dich darauf stützt, dass der macht Videos, die mir nicht gefallen, da kann ich das auch wiederum nicht verstehen. Weil ich meine, man guckt doch keinen YouTuber, den man nicht mag, oder? Ich meine, alle YouTuber, die ich abonniert habe, gucke ich auch wirklich. Und das sind ganz schön viele. Und das ist ganz schön nervig manchmal, die alle zu gucken. Ja, aber trotzdem. Ich finde, das ist auch so wieder so was, das gehört sich einfach.
Wenn ich halt niemanden abonniere, warum soll ich, wenn ich jemanden abonniere, warum soll ich dann nicht seine Videos gucken, ja? Ich finde, es ist doch schwachsinnig, ich abonniere einfach mal, ich abonniere ihn, damit er ein Abo hat, ja? Was bringt mir das? Ja, ich finde das auch rein theoretisch gesehen, müssten wir bei unseren momentan jetzt 155 Abonnenten, müssten wir eigentlich doch eigentlich bei jedem Video mindestens 155 Aufrufe haben und, ja, und 155 Likes, okay, das wäre jetzt übertrieben. Aber, ja. Und ja. Und ich hätte auch irgendwie, ich hätte quasi wirklich eigentlich gern von jedem Zuschauer, der unsere Videos guckt und nicht uns abonniert oder liked, ich kenne quasi wirklich ein Feedback, so einen auf, hey, ich habe euch jetzt nicht abonniert, weil das und das. Ja, ich nehme an, dass halt viele einfach nur auf die Videos zu, zum Beispiel Magica. Nehmen wir jetzt als Beispiel mal Magica, ja. Magica hat nicht so sonderlich viele Klicks oder so, ja. Einfach weil, ich nehme an, da steht für viele wirklich das Spiel im Vordergrund und nicht irgendwie von wegen, Commentaries und so. Minecraft finde ich ist insgesamt so ein beiläufiges Spiel einfach auch, wirklich, wo man auch wirklich beiläufig reden kann. So, ach, ich mache jetzt eine Hunger Games Runde zum Abschluss, ich habe jetzt Bock da drauf. Ah, Jonas. Heult er drum. Nee, der Jonas würde niemals rumheulen, aber ich bin mir sicher, er wird dazu noch was sagen. Ich bin mir sicher, er findet das nicht so gut, aber egal. Ich hatte heute Lust. Mal sehen, ob gerade eine Map frei ist. Ja, es sind sehr viele Maps frei, aber natürlich geht da kein Mensch drauf, weil der Server nicht mal halb voll ist. Wo ist denn hier eine Arena? Oh, okay, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ah, gut, dann gehe ich hier rein. Hoho, neue Map, hier war ich echt noch nie. So, ah, gut, Game startet in 20 Sekunden. Cool, was ist das für eine geile Map? Nice one. Wir spielen zu dritt. Gott, ich bin mega nervös. Ich habe noch nie auf dieser Map gespielt. Was ist das für eine Map? Ich habe keine Ahnung. Shit of it. Ja, ja, ja. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Gut, toll. Naja, egal, ich habe ein Holzschwert. Das ist mega gut. Einfach wegrennen. Wegrennen. Alter, was ist das für eine mini kleine Babymap? Was soll das? Wow. Das wird wahrscheinlich ein schönes Battle. Naja, Leute. Aber ich würde sagen, ich habe mega viel gelabert. Ich habe jetzt echt so eine halbe Stunde lang euch nur voll gelabert. Tut mir sehr leid. Das Jump and Run werde ich vollenden. Und ich werde vielleicht auch es mit euch vollenden. Vielleicht auch mit dem Jonas, ja. Ich hoffe zumindest, bis hierhin hat es euch schon gefallen. Bitte lasst einen Kommentar da oder so, ja, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat, ob ihr es scheiße fandet, ob ihr mich scheiße findet. Ich meine das sowieso. Aber, ja, ich wäre einfach auch wirklich hier exquisit bei diesem Video. Wäre ich um ein Feedback sehr erfreut. Das wäre sehr erwünschenswert. Und, ja, okay. Also, so. Sind hier keine anderen Kisten auf der ganzen Map? Das ist ja auch schön, wenn hier keine anderen Kisten sind. Ja, weil einfach, ich bin jetzt eigentlich mit dem Gefühl in dieser Aufnahme gegangen, von wegen, yeah, Jump'n'Run, aufnehmen, Fehler, schreien, brüllen. Aber ich fand mich gut. Sagen wir mal so, ja. Also ich habe jetzt viel gut geredet und ja. Ich hoffe, ihr fandet das auch so. Ich fand das witzig, sagen wir mal so. Da unten wird doch wohl eine Kiste sein, oder? Ich glaube, da kam gerade einer. Shit of it, ich bin besser rausgerissen wie du, du Affe. Alter, sind hier keine Kisten auf der ganzen Map? Kann ich was zerstören? Nein. Ich konnte ja gerade eben nicht mal Laub zerstören. Das hat mich voll irritiert. Warum konnte ich kein Laub zerstören? Also Laub, finde ich, sollte man nicht zerstören dürfen. Weil das ist ja mega behindernd. Ich nehme aber auch an, dass diese Leute gerade, die ja mit mir auf der Map jetzt spielen, die Map auch kennen. So, das ist doch auch schön. Ein Eisenharnisch am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Witzig. Ah, da hinten gibt es schon Battle. Gut, dann gehe ich doch da jetzt mal hin und fick den richtig. Was war das denn? Ich hab den noch. Bleib stehen. Warum kann ich ihn nicht schlagen? Warte. Hahaha. Du bist schon gefickt, Alter. Bleib stehen. Junge, aufgeben ist doch die beste Lösung.
Schön. What the fuck? Ah! Juhu! Schönes Ding. Was passiert jetzt? Hä? Ich dachte... Oh! Ich dachte, ich wäre allein auf der Map. Okay, das ist jetzt mega creepy. Scheiße. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird es ja nochmal richtig spannend. Ich habe echt gedacht, ich hätte gewonnen. Hat da gerade einer geschrieben, ich glaube an mich oder ich glaube an den anderen. Ich habe keine Ahnung. Naja, wir wollen nochmal weitersehen, ob es hier nicht noch ein paar andere Kistchen gibt für den David. Für den lieben David. Ja. Was ist denn hier? Das ist doch sehr kistig. Kistig, hallo, ich will in die Kiste ran. Aha, okay, ich verstehe. Schön. Hohoho, Goldschwert. Jetzt muss ich nur noch bedenken, wie komme ich hier wieder raus? Das ist... Ja, komm her, Baby. Ich tu dir nichts, ich hab dich doch nur ganz so lieb. Oh, ich sollte wirklich dringend meine Leben reagieren. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, schnell runter. Oh. Fuck it. Ich muss meine Leben reagieren. Ach du Scheiße. Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich halt hier fast am Verrecken bin. Scheiße. Wenn der hier reinkommt, bin ich im Arsch. Ich bin ja wirklich jetzt gerade halt tot. Ich muss Luft holen, Oh, oh, ich bin wieder runter. Komm schon. Warum dauert das so lang mit dem Leben? Das dauert gerade echt mega lange. Ja, also kommt. Geht da deine Luft schneller? Ja, komm her, Bitch. Ich bin besser als du. Ich bin Stecker. Ich habe mehr Macht als du in deinem kleinen Arsch. Komm her. Mal, ich treffe dich wenigstens. Ja, im Gegensatz zu dir, Mongo. Alter, bitte könnte ich mein Leben bitte schneller regeln. Ich kann nicht rennen. Ich will nicht verlieren. Ich will nicht gegen den Mongo verlieren. Der ist mongohaft. Mongo. Jetzt frisst der auch. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Oh. Oh Gott, Angst. Ich glaube, der hat auch ein Goldschwert, oder? Hat der ein Goldschwert? Ich kann das gar nicht erkennen. Oh. Na gut, ich gönn's ihm. Ja, und dann würde ich sagen, ach komm, einmal versuch's noch. Jetzt habe ich wirklich komplett eine ganze halbe Stunde nur gelabert und nur irgend so einen Scheiß gemacht. Was heißt Scheiß? Ich fand das eigentlich wirklich sehr lustig. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Abonnenten oder sonstige Menschen. Und ja, dann war's das mit diesem, jetzt muss ich mir gerade einen Namen dafür überlegen. Let's Talk. Sagen wir einfach mal Let's Talk. Ja. Vielleicht wird es ein neues Format, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird mich der Jonas ankacken, weil... Hey Mann, Digga, ey, du kannst doch nicht was so eine Schisse machen, Digga, ey. Nein, das wird Jonas niemals tun. Ja gut, aber dann würde ich sagen, mit was? Mit dem Hühnchen, wo ist das Hühnchen? Oh mein Gott, das Hühnchen ist im Erdboden verschwunden. Oh mein Gott, wir werden alle draufgehen. Wer ist das da? Oh. Ja, mit, diesem wunderschönen Bild würde ich sagen... War's das mit Let's Talk Nummer 1. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder oder hören uns das nächste Mal wieder. Und tschüss.